Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um mein Hassthema, nämlich Pinselwaschen. Ich hasse Pinselwaschen, weil ich recht viel habe und auch, ach, was einfach nervig ist. Aber es muss sein, es ist so wichtig, sage ich euch. Die ganzen Keime und so weiter, vor allem bei Foundation, bei flüssigen Sachen, die können sich da dran setzen. Also auf jeden Fall waschen. Ich zeige euch jetzt so meine Methode oder Methoden fürs schnelle Putzen mal zwischendurch, wenn ich eine andere Farbe habe oder wenn es zu dreckig ist oder so. Und für die Tiefenreinigung, die ich ja so einmal alle 1 bis 2 Wochen mache, sage ich mal, je nachdem. Ja genau, ich mache es jetzt nicht super besonders, aber vielleicht ist ja die eine oder andere Hilfe dabei für euch, also bleibt jetzt dran. Hier sind meine ganzen dreckigen Pinsel und vor allem auch der dreckige Beauty Blender, die werden jetzt sauber gemacht. Wenn alle Pinsel schon wieder so schmutzig sind, vor allem dunkelschmutzig und ich in einen hellen Lidschatten gehen möchte, funktioniert das nicht richtig gut. Ihr kennt das bestimmt und dann verschmiert oder die Farbe ist einfach nicht mehr richtig echt. Deswegen gibt es das schnelle Reinigen zwischendurch. Dafür nehme ich ganz gerne einen Pinselreiniger. Dieser hier ist von Number 7, aber es gibt auch ganz gute von anderen Marken. Das Besondere ist aber, dass ich ihm einen Sprühkopf aufgeschraubt habe. So spart ihr richtig viel Produkt. Also auf jeden Fall machen. Das habe ich auch damals immer bei dem MAC Pinselreiniger gemacht. Und dann sprühe ich einfach den Pinsel damit ein. Und dann streiche ich das auf ein Handtuch. Dieses Handtuch ist sauber, aber das benutze ich immer für meine dreckigen Pinsel und es hat sich einfach schon eingefärbt, auch nach dem Waschen. Aber ihr seht, es geht rucki-zucki und die Pinsel sind wieder super sauber. Natürlich nicht tiefengereinigt, aber gut, um weiterzuarbeiten, einfach für den Moment. Für die Tiefenreinigung nehme ich dieses Massagepad von Ebelin zur Hand. Alle 2 bis 4 Wochen, kommt darauf an, welche Pinsel, aber Foundation-Pinsel schon so alle 2 Wochen. Dann benutze ich ein Babyshampoo, dann nehme ich einfach das günstigste von DM, das funktioniert ganz gut. Die beiden sind also mein Helferlein zur Tiefenreinigung und zwar nehme ich dafür eine Schüssel, lege dann das Pad hinein, das kann man so ein bisschen andrücken, aber es löst sich manchmal einfach trotzdem, egal. Und dann schütte ich da Wasser rein und zwar mache ich das jetzt mit dieser Methode, weil es einfach auch Wasser spart und man nicht so am fließenden Wasserhahn sitzt, also besser so. Und dann gebe ich ein paar Tropfen von dem Shampoo rein. Und dann können die Pinsel auch schon baden gehen. Ich gebe hier einen rein, damit ihr seht, guck mal, wie viel da rauskommt von Dreck. Aha. Ich achte immer darauf, dass ich das Wasser nicht in den Pinselschaft reinbekomme. Ihr seht da das Silberne, also nicht darüber hinaus. Das Coole ist eben, dass das Massagepad den ganzen Dreck rausholt. Einfach daran schrubben. Und dann lasse ich die Pinsel einfach ein paar Minuten in der Seife einwirken. Und anschließend spüle ich sie einfach in klarem Wasser aus. Wenn der Pinsel dann sauber ist, drücke ich einfach das überschüssige Wasser leicht aus und bringe ihn noch etwas in Form, gerade bei größeren Pinseln, und lege ihn einfach auf das Handtuch. Wenn alle Pinsel soweit sauber sind, nehme ich sie mir nochmal zur Hand und streiche sie ganz leicht so etwas trocken, beziehungsweise auch so nochmal in Form. Und dann lege ich sie auf die Tischkante, damit sie von unten und überhaupt gut Luft bekommen und schneller trocknen. Bei mir, muss ich ehrlich sagen, hat das bisher immer so ganz gut gereicht. Wenn ihr Angst habt, dass die Pinselhaare irgendwie ausfallen könnten oder der Stiel abbrechen sollte, dann kippt sie etwas, also so neigt sie etwas nach unten hin und dann würde das Wasser auch nicht mehr reinlaufen können. Beim Beauty Blender mache ich es eigentlich genauso. Ich mache ihn erstmal komplett nass. Dazu pumpe ich so ein bisschen, dass er sich so richtig vergrößert mit dem Wasser. Und dann gebe ich so ein bisschen Shampoo drauf und massiere es richtig gut ein. Pumpe da auch wieder ganz viel. Ihr seht, es kommt richtig gut raus. Es dauert etwas. Es gibt auch ein extra Produkt dafür, wie man es ein bisschen besser rauskriegen kann. Aber es funktioniert auch mit dem Babyshampoo. Nur muss man vielleicht ein bisschen mehr pumpen. Aber es funktioniert. Und so mache ich das Gleiche und spüle es dann nochmal mit klarem Wasser aus und lege es dann zum Trocknen auf die Verpackung. Geht doch nichts über saubere Pinsel. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos. Ich freue mich auf euch, aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Geht doch nichts über ein saureres Fell, oder?